Ein Storch in seinem Nest. Im bayerischen Bad Windsheim fühlen sich die Vögel offenbar besonders wohl. Hier gibt es Dutzende Brutpaare. In den umliegenden Wiesen finden sie reichlich Nahrung. Und das ist Christian Zwansker. Er hat eine kleine Brauerei, kann aber gerade kein Bier brauen. Der Grund? Störche haben sich auf dem Schornstein der Brauerei niedergelassen. Da die Tiere unter Naturschutz stehen, können sie nicht einfach vertrieben werden. Und in Corona-Zeiten war alles noch schwieriger. Wir haben es geplant, dass sobald das Nest steht, kann man es runter machen und Erhöhung drauf machen, dass das Nest bestehen bleibt. Aber da war dann eben der komplette Lockdown, wo das fertiggestellt worden ist. Und dann hast du halt keinen Handwerker mehr bekommen, der dann gesagt hat, okay, er kommt. Ein Nest umsetzen, damit hat Christian Zwansker Erfahrung. Ein weiteres Storchenpaar auf seinem Dach hat bereits eine Art Podest bekommen. Ein Handwerker will sich nun um das andere Nest kümmern und die Schornsteinblockade beenden. Und dann hocken wir das Nest drauf und dann können wir übernächste Woche wieder brauen. Aber es dauert ja 5 bis 6 Wochen, bis das Bier wirklich wieder trinkbar ist, trinkreif ist. Von dem her, wie gesagt, Mitte, Ende September. Die beiden Altstörche und die 3 Jungstörche werden wohl bald ohnehin in Richtung Süden aufbrechen. Allerdings sind die Tiere standorttreu. Im nächsten Jahr werden sie wohl wieder zur Brauerei zurückkehren.